Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Im letzten Part haben wir ja ganz viele Fragezeichen gelöst und ich war ja auch wieder bei dem Hyopai da, diesem Donnerwüstlingskopfarsch oder wie auch immer er heißt. Und einer von euch hat mir dann geschrieben, ich soll doch nochmal zurückgehen, ihn umhauen und mir den Loot holen. Und genau das habe ich getan und was wir sonst noch erleben in diesem Part, das sehen wir gleich. Also viel Spaß und let's go. Söderle, Söderle, dann sind wir also mal wieder hier. Gucken wir mal ins Inventar. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt und ich habe bei diesem Donnerwüstlingskopf den Bogen des Brutkommandanten bekommen. Der hat natürlich hier übelst viele Sachen, die man noch freischalten kann. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir das machen. Ich muss nur mal gucken, wo ich meine ganzen Runen hingepackt habe, weil ich jetzt hier einfach immer nur alles irgendwie reingeschmissen habe. Können wir mal hier aber auch gleich die Verbände auffüllen und die Dinger und die Dinger. Hier sind auch noch welche. Hier nicht. Gibt es da noch welche? Hier sind auch noch welche, ja. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht lange reichen. Jetzt gucken wir mal kurz. Ausrüstung verbessern. Den Bogen des Brutkommandanten. Oh, das kostet ja allein schon für die Stufe so viel. Okay. Ich hatte doch aber eigentlich mehr noch. Ich weiß eben nur nicht, wo ich die alle hingepackt habe. Das gibt's doch gar nicht. Das ist komisch. Dann habe ich tatsächlich wirklich keine mehr und müsste mal wieder welche zerlegen. Also, dann schauen wir mal kurz weiter. Das Beil macht 32 Schaden, Stufe 15 Schnitt, Wucht und Schnittschaden. Und der macht Wucht, Stich und Schnittschaden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Beil ist, wenn ich es aufwerte. Deswegen würde ich es halt mal behalten. Aber der kunstvolle Holzbogen, der kann halt auch so viel. Erhöht den Hinterhalt um 20%, Chance auf kritische Treffer um 5, dann nochmal Hinterhalt um 20%, nochmal Hinterhalt um 20%. Hier ist halt Hinterhalt 20, Miasma-Magie-Schaden, Ausdauerraub und erhöht den kritischen Schaden um 20%. Ich weiß halt jetzt nicht, welcher von den beiden tatsächlich besser ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann lasse ich jetzt nämlich meinen Bogen in der Zeit und rüste das dann aus, wenn ich Bescheid weiß. Na, was ist da los? Hier alles mal rein da mit euch. Die Irrlichter brauche ich. Jetzt wird es nur gerade, glaube ich, wieder dunkel langsam, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, was die Jägerin uns zu sagen hat. Ich glaube an dich, Flammenblut. Vielleicht bin ich damit allein, aber ich betrachte dich als Familie. Und das habe ich bisher nur zu einem anderen Menschen gesagt. Richte deinen Blick nach oben. Wenn du in Gefahr bist, ich werde über dich wachen. Das ist ja sehr lieb von ihr. So, wir müssen ja noch den Wasserbrunnen craften und dafür brauchen wir Leinen. Und die kann ich herstellen hier, wenn ich richtig bin. Ja, da sind ja auch noch welche drin. Dann schauen wir mal, ob uns die reichen. Oder halt eben nicht. Nee, ich möchte eigentlich zu ihm. Reichen uns. Ach so. Ach ja, dafür braucht er seine Schreinerwerkzeuge. Okay, ist ja mal überhaupt kein Problem. Hat er irgendwas? Ja. Den Greifhaken-Zuganker. Dafür müsste ich mir unbedingt mal die Kupferbarren holen. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch den Kessel hergestellt. Gedüngte Farmerde. Da brauche ich fossilen Knochenstaub. Hab ich den? Ich weiß es nicht. Ich kann mir auf jeden Fall auch ein paar Gesundheitstränke herstellen und das ist nie verkehrt. Jetzt packen wir mal das hier rein und dann gehen wir mal Richtung Bett und schlafen ein bisschen. Übrigens, Leute, als ich angekommen bin bei dem Donnerbrut-Wüstlingskopfarsch, habe ich noch andere gekillt und bin dann auch tatsächlich eine Stufe aufgestiegen.
Ich bin jetzt also Level 15 und habe 6 Fähigkeitenpunkte. Tatsächlich, wenn ihr das ja im letzten Part gesehen habt, da habe ich ja den Fähigkeitenpunkt bekommen, bevor ich die Wurzel kaputt gemacht habe. Und als ich vorher da war, ist das genau so wieder passiert. Da habe ich auch plötzlich, wurde mir angezeigt, ich hätte einen Fähigkeitenpunkt, obwohl ich nichts gemacht habe. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich aufgestiegen bin, das war wieder ein anderer Punkt, den ich jetzt meine. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier nehmen. Ich wollte ja eigentlich Kondition, Geschick und so weiter. Das heißt, wir müssen hier einmal die VUCA freischalten und dann die Kondition. Und dann habe ich noch 2 übrig, die ich aber mal wieder nirgends woanders reinstecken kann. Hier, Gleiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Macht das Sinn oder nicht? Ach, hier können wir noch das Geschick mitnehmen. Ach so, das habe ich schon, ja. Ja, nehmen wir es mal mit. Wird schon passen. So, sehr schön. Dann habe ich die Punkte auch wieder verbraten. Dann schauen wir mal auf die Karte. Also, das Einzige, was jetzt hier in der Nähe von der Stadt noch übrig ist, ist das hier, die Geschichte des Anglers. Und das würde ich tatsächlich jetzt machen. Und danach würde ich hier hingehen und die Schreinerwerkzeuge suchen, damit ich zum Beispiel auch endlich den Brunnen und so machen kann. Was ist denn das hier? Stimmt, das sind die Schmiededinger und hier ist die südliche Karawane. Nee, okay. Dann würde ich sagen, düsen wir zu diesem Zuhause, weil es scheint ja in der Nähe zu sein. Dann auf jeden Fall noch fleißig essen und trinken. Super. Und dann müssen wir tatsächlich wieder hier ins blöde Miasma. Bin ich mal gespannt, was uns da jetzt hat erwartet bei diesem Angelding. Einfach nur geradeaus. Boah, guck mal die Sonne, wie sie ausschaut von hier unten. Richtig geil. Oh, da folgt uns was. Habt ihr es gesehen? Ihr seid mir zwei. Rennen mir klamm heimlich hinterher, wisst ihr? Unglaublich. Naja, aber Leute, jetzt bin ich Level 15. Das heißt, es sind ja tatsächlich nur noch 10 Level. Dann bin ich auch Stufe 25. Krass, krass. Und wir haben jetzt auch schon... Ist das jetzt schon Part 40? Ich glaube, das ist schon Part 40. Einfach nur hart. Und ich muss in die Richtung übrigens. Der Sonne entgegen was erleben, einen heben und dann Bikinis erleben. Weißwind. Ja. Eine Käferarmee ist wieder am Start. So, und da sind wir, glaube ich, auch schon, wo wir hin müssen. Was gibt's denn hier in Weißwind? Vielleicht erstmal irgendwelche Nester zerstören? Mensch, Leute, ist hier Party oder was? Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Da ist auch so eine Spuckertante. Den Bogen. So. Die ist also schon mal erledigt. Aber wir looten sie natürlich. Was ist da hinten? Ah, das war wieder nur so ein Käfer. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Einfach mal hier rein vielleicht. Aha, na klar. Habt's das jetzt, Leute? Darf ich mich jetzt hier mal umgucken? Oder ist mir das einfach nicht gestattet? Oh Gott, ich glaube, da kann man sich wieder runter sprengen. Mann, verpiss dich. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. Dann erledigen wir dich mit der Spitzhacke. So. Und, kann ich da? Ist da irgendwas oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo kommen die her, Mann? Oh,
Oh, meine Bomben sind leer. Das ist belastend. Jetzt weiß ich nicht, ob hier tatsächlich was ist oder nicht. Schaut jetzt im ersten Moment auf jeden Fall nicht so aus. Und hier kann ich mich hochziehen. Kiste. Waldlangbogen. Cool. Haben wir da wenigstens was? Okay, schauen wir hier rüber. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder eine Kiste mit Mana-Trank, einem besseren sogar. Ist auch nicht schlecht. Kannst du einfach da runter hüpfen? Danke. Hier ist nix, da ist nix. Da ist, glaube ich, auch nix, oder? Nö. Okay, okay. Wo ist dieses blöde... Ah, hier. Ah, nee, halt. Das muss ich ja mit der... Mann. Ja, ihr habt euren Spaß, ne? So. Oha, seid ihr böse oder was? Hallo? Okay, also da waren wir ja tatsächlich überall. Schauen wir hier noch so grob drüber. Und da hinten rein. Ja, ist ja gut, Leute. Chillt euer Leben. So. Hier ist, glaube ich, nichts Wichtiges, oder? Hier ist was zu lesen, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Sie leben im Untergrund. Es ist wahr, die glühenden Irrlichter feiern. Sie tanzen vergnügt und fröhlich unter den Wellen. Ich sah Lichter im Morgengrauen unter der schwimmenden Wasseroberfläche. Sie leuchteten aus der Tiefe und das, nachdem Erlands gestorben war. Die Leute spotten und lachen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ist das ein Zeichen? Wird sie zurückkehren? Vielleicht lächelt uns das Glück endlich zu. Okay. Dann haben wir das auch erledigt und dann wollte ich hierhin. Da können wir aber dann eigentlich auch wieder aus dem Miasma raus und uns hinporten, oder? Ich glaube, das geht am schnellsten. So, für mich 3 Minuten im Spiel, für euch 1 Sekunde. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wo ich hin wollte, und zwar hier. Jetzt düsen wir mal hier runter zu dem Wegpunkt. Und hier ist auch noch der Elixierbrunnen, zu dem wir ja auch noch müssen. Was ist eigentlich hier? Höhlenpassage. Ach, das ist gut, wenn ich hier einfach ja. Das war natürlich mal wieder richtig gut, was ich da gerade gemacht habe. Ich brauche mal bitte eine Fackel. Wo bin ich eigentlich? Ach ja, die greifen mich ja nicht an. Ja, dann ist ja chillig. Das habe ich schon wieder erfolgreich verdrängt. So, hier bin ich reingekommen. Ich möchte da hinten wieder raus. Hallo, Mr. Schwein. Genau. Fackel kann also weg. Und eigentlich müssen wir ja gefühlt immer nur geradeaus gehen. Also an Dornenfeste vorbei. Speicherpunkt geholt. Yay, und wieder ins Miasma und wieder raus und wieder rein. Und wieder raus und wieder rein. Ich hoffe, ich komme da auch hin. Wir folgen einfach dem Weg. Das wird dann, glaube ich, schon passen. Oh, Elixierbrunnen. Dann sind wir...
Ach Mann, man kann nicht mal in Ruhe irgendwas sagen. Oh nee, und da ist auch wieder so ein Donnerwüstlingsblödmann. Okay, der invisible ist. Oder... Ja, geil. Hi. Hey, das ist ja fies. Aua. Schnell mal kurz weg und einen Trank. Wo ist er denn? Okay, lustig. Sagt mal, Leute... Der ist auch unsichtbar. Hier. Oder er hat einfach noch nicht geladen. Aber das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Wo ist der Brutdonnerwüstling? Ist der auch wieder unsichtbar oder was? Du, 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 du. Das macht ja so viel Spaß, hier mit euch lang zu pacen. Verpisst. Hab ich nicht gesagt, dass du gehen sollst? Und du hier sowieso. Jetzt macht's mich aber grantig. Jetzt verbinden wir uns mal. Wo ist denn der Brutkopf? Hier steht's nicht mehr da. Mann, geh weg, ich will was gucken. Und wenn ich hier hingehe, steht's aber da. Das verstehe ich nicht. Ist der irgendwie unter uns? Vielleicht der im Elixierbrunnen. Das kann natürlich sein. Okay, na gut. Werden wir rausfinden. Oh. Hier liegt was zum Sammeln und zu lesen. Bin ich hier? Machen wir es mal so. Und dann lesen wir. Der seltsamste Besucher. Mein Sohn Jasper behauptet, in der Nacht hätte ihm eine dunkle Gestalt einen Besuch abgestattet. Zuerst hielt das nur für den Traum eines Kindes. Aber dann, keine zwei Wochen später, erlebte ich selbst etwas Ähnliches. Es fühlte sich so real an. Eine verhüllte Gestalt schwebte über mir und berührte meinen Geist mit nur einem Wort. Graben. Graben. Und wir graben uns jetzt hier runter. Beziehungsweise wir stürzen uns in die Tiefe. Nämlich genauso. Wo muss ich lang? Na, danke. Noch eins. Graben, sagt es. Soll mir das irgendwas sagen? Da oben ist die Wurzel auf jeden Fall. Oh, und da steht ja einer. Hi. Du auch hier? Mann, dass sie aber auch immer alle hier zu dem unblödsten Moment rauskommen müssen. So, ist jetzt der Ruhe. Also, okay. Da kommt man nicht hoch, ne? Irgendwo ist ein Bogenschütze. Ach, da. Den machen wir so platt. Und plündern das ganze Zeug. Hä? Noch was? Ja, sage mal, was kann ich denn jetzt hier alles plündern? Gut, dann müssen wir da lang. Irgendwie habe ich Angst, weil ich jetzt wieder nicht weiß, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall sind hier wieder diese blöden Kiefer. Weg mit euch. Kein Bock auf sowas.
So, schnell kaputt mit dem Rotz. Gut. Also, okay. Wir können uns mal schnell heilen. Hinten ist auch wieder ein Bogenschütze. Ah, hier ist eine Kiste. Kriegerhelm. Cool. Kommt ihr denn jetzt eigentlich schon wieder her? Dann machen wir den da hinten jetzt auch noch platt. Ja, ja, schrei du nur. Schrei nach deiner Mami, ey. Also, da hinten? Nee, da oben ist die Wurzel. Wie komme ich denn da hin? Oha, da unten sind ja übelst viele. Jetzt passt mal auf. Boom. Und es hat Boom gemacht. Da unten sind die drei Lappen. Die machen wir aber so fertig. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich weiter in diese Richtung. Ich habe fast keine Zeit mehr im Asthma. Das war gut. Was ist denn hier alles? So. Da ist die Wurzel. How can I go there? Okay, also erstmal. Wo sind die Alte? Das, so haben wir vielleicht nicht gewettet. Und so auch nicht. Also jetzt ist was los hier. Ja, okay. So, wo ist die blöde Blume? Die da hinten wird dann auch noch kalt gemacht. Na? So. Da ist auch noch eine und da ist auch eine Kiste. Treffe ich die eigentlich von hier? Nein. Ist es denn wahr? Also erstmal zur Kiste, Heldenschild, super toll. Jetzt kommt wahrscheinlich dann dieser blöde Wüstlings-Depp. Müssen wir schnell mal essen, was trinken. So. Dann auf zur Wurzel. Da steht er. Vielleicht kann ich ja ganz schnell die Wurzel kaputt machen. Ja! Oh, da darf ich nicht runterfallen. Wartet mal, Leute, kurz. Ich muss mein Schwert holen. Bist du blöd? Oh nein! Nein, wieso? Mann, verpiss dich, du Hässliche. Jetzt bin ich tot, weil ich in dieses Loch... Bin ich nicht? Wieso bin ich nicht tot? Aber jetzt gleich. Oh mein Gott, Alter. Okay, er hat sich resettet. Ich lebe auf jeden Fall noch. Das war wieder spannend AF, Mann. Meine Zeit füllt sich wieder auf. Das ist auch sehr gut.
Wo ist denn er aber jetzt? Ist der noch in dem Loch? Ja. Mal schauen, ob ich's... Ja, wisst ihr, wenn er nicht immer da runtergehen würde... Bleib jetzt einfach mal irgendwo stehen. Drecksack. Da, er resettet sich die ganze Zeit. Komm schon, nicht wieder resetten. Bleiben Sie stehen. Ja, jawohl, ja. Gleich ist er tot. Jetzt hat. Gut, das ist einfach, weil da kann ich einfach ein bisschen runterbuddeln und vielleicht so an seine Leiche kommen. Hoffentlich. Geht's? Nee, noch ein bisschen. Jetzt? Mann! Ach so, das macht mir gar nichts da unten, oder was? Ach so. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Zauberhandschuhe. Und die Wurzel haben wir auch geklärt. Super. Jetzt sind es nur 200 Meter. Hier ist noch eine Kiste. Oh, ein besserer Heiltrank. Auch nicht schlecht. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hier hinten. Nein, nein, da hinten war voll die goldene Kiste. Scheiße. Ich gerade noch so im Flug gesehen. Okay, dann machen wir das jetzt so, wie wir es immer machen. Mit dem Hintern im Gesicht. Halt. Mann, was machst du denn? Geh einfach hoch. Und hier hoch. Das macht sie wieder nicht. So, haben wir es geschafft. Hier ist die goldene Kiste. Sengender Zauberstab. Mir wäre natürlich ein Bogen oder so tausendmal lieber gewesen. Aber na gut, kann man halt jetzt nicht ändern. Wie komme ich jetzt da wieder weg? So, dann bin ich ja hier rauf und hier rüber. Genau. So, ich gehe jetzt mal raus. Wir sehen uns gleich. So, ich bin natürlich draußen und wir düsen in diese Richtung. Denn die Werkzeuge vom Schreiner müssten eigentlich ja auch gleich hier in unmittelbarer Nähe irgendwo sein. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Was ist dessen jetzt hier? Kommt man da irgendwie rein oder rauf oder? Die sind jetzt nicht ernsthaft da oben. Die sind ernsthaft da oben. Ach, das ist doch wieder belastend. Also mich da hochzubuddeln, das könnte etwas schwierig werden. Wie könnte ich denn da sonst hoch? Kommt man da lang? Nee, weil hier nämlich roter Scheiß ist. Ach, Menno. Dann gehe ich jetzt nach Hause und dann gehe ich von zu Hause dort... Ach so, ich kann ja wieder nicht, weil ich im Miasma bin. Was ich sagen wollte ist, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin und dann auf dem Weg dorthin, dann schalte ich euch wieder zu. Also Leute, ich glaube, hier sind wir richtig... Und jetzt lass mich mal gleich einen Flammenaltar platzieren. Und es sind auch wieder diese Blöden. So. Zumindest ist einer schon mal weg. Schimmersteinmine. Okay, und hier sind irgendwo die Werkzeuge vom Zimmermann, so wie es ausschaut. Oh nein, nicht dieser Hajo. Ach Mensch.
Die sind immer total nervig. Pisst euch. Ich will doch nur zu den Werkzeugen. Oh. Könnten denn die sein? Tor zu den Säulen der Schöpfung. Oh. Ich weiß nicht, aber bin ich jetzt doof? Da stand doch vorher hier die Dinger des Zimmermanns. Wenn ich jetzt reingehe, ist da tödliches Miasma. Muss ich vielleicht meinen Altar irgendwie zuerst aufwerten? Macht das Sinn, Leute? Sagt's mir mal, please. Und dann würde ich sagen, machen wir aber auch im nächsten Part weiter. Und ich sage Tschüsschen für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Bye.